Herzlich willkommen da draußen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Kauf für meine Frau, ihr neues Fahrzeug für 2020. Das haben wir letzte Woche abgeschlossen und da werden wir euch heute mal die ganzen Daten auch zeigen, wie es dann zu der Kaufentscheidung gekommen ist. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird mal wieder richtig spannend. Die letzten Tage habe ich mehrere Fahrzeuge getestet. Meine Frau war sich noch nicht ganz sicher, welches Fahrzeug sie haben möchte. Deswegen haben wir diese vier Fahrzeuge eben gewählt: den Renault Zoe, den Seat Mii, den Peugeot E208 und den Hyundai Ioniq Elektro, das neuere Modell. Wir waren uns eben noch nicht ganz sicher. Beziehungsweise das Auto fährt ja meine Frau. Also ich darf ja nur fahren, wenn ich irgendwelche Tests mache. Und deswegen bleibt die Entscheidung auch bei meiner Frau, welches Auto das denn die Woche geworden ist. Das werden wir euch auf jeden Fall in dem Video heute noch mitteilen, ziemlich am Schluss. Das wird meine Frau sogar noch sagen. Also schauen wir mal, wie es sich hier entscheidet. Ja, wir haben jetzt bewusst ein bisschen eine Auswahl uns getroffen, weil wir eben eine gewisse Vielfalt, wir wollten uns auch eventuell mal verkleinern. Meine Frau ist jetzt 3 Jahre den Hyundai Ioniq mit der 28 Kilowattstunden Batterie gefahren. Wir waren hochzufrieden, wir haben viele Tests mit dem Fahrzeug gemacht und jetzt wollten wir uns eben erneuern. Eventuell wieder einen Ioniq oder halt dann andere Fahrzeuge. Und ich habe jetzt in dem Video mal die vier Fahrzeuge gegenübergestellt. Ich habe die Daten mal alle reingepackt. Wo sind denn überhaupt die Unterschiede bei den vier Fahrzeugen? Und das sind doch die ein oder andere Überraschung ist da rausgekommen. Hätte ich so nicht gedacht. Und ich habe mir dann auch noch überlegt, beziehungsweise ich habe dann meine Frau gefragt, was sind für dich Kriterien bei den vier Fahrzeugen? Wir sind ja alle vier Fahrzeuge gefahren. Sie ist dann auch mal selber gefahren, um sich da einen Eindruck eben zu verschaffen, über Land, in der Stadt und dann auch mal auf der Autobahn. Ich habe auch schon mehrere Tests mit den Fahrzeugen gemacht. Das werde ich euch unten natürlich verlinken. Das war Ladevideos und auch Autobahnfahrten und ich selber bin dann auch noch mal privat diese Fahrzeuge gefahren und konnte mir doch einen ganz guten Eindruck dann von den Fahrzeugen dann auch selber machen. Aber letztendlich muss meine Frau, die Daniela, damit zurechtkommen. Und ich habe da auch, ich möchte mich da auch nicht einmischen und es ist ganz alleine ihre Entscheidung, was ich auch richtig finde. Ich selber feiere Tesla Model S und bin hochzufrieden. Ich möchte natürlich auch mal das neue Fahrzeug dann auch mal erfahren, selbstverständlich privat. Und deswegen habe ich natürlich schon ein bisschen versucht irgendwo, ja, das Auto gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also eine kleine kleinen Anstupser habe ich gegeben. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei ihr ganz alleine, welches Fahrzeug sie denn die Woche bestellt hat. Und ich denke, dann haben wir mal soweit alles gesagt. Jetzt werden wir mal uns die kompletten Daten anschauen von allen vier Fahrzeugen. Dann haben wir es so gemacht, ich habe also die Vorteile, was wir halt sehen, also hauptsächlich Daniela, dann rausgefiltert, was ihr gefallen hat, was ihr nicht so gefallen hat. Und dann haben wir eben so eine Rubrik Vor- und Nachteile gemacht. Und das könnt ihr euch jetzt mal anschauen. Und am Schluss, nach diesen ganzen Diagrammen und Daten, wenn wir euch das Ergebnis dann bekannt geben, für was sich Daniela in 2020 für einen neuen Elektro entschieden hat, für den jetzt alten Ioniq. Und ich denke, dann sehen wir uns gleich wieder. Renault ZE50, Peugeot E208, Hyundai Ioniq Electric und Seat Mii Electric geben folgende Daten an. Starten möchte ich oben bei der Reichweite nach WLTP, hier nehme ich den stärksten mit 395 km und den schwächsten bei 260 km raus. Die Motorleistung ist zwischen 135 und 83 PS alles dabei. Der Energieverbrauch jeweils nach WLTP, hier greift der Renault bei 17,2 kWh auf 100 km am höchsten und der geringste Verbrauch ist mit dem Hyundai Ioniq mit 13,8 kWh auf 100 km angegeben. Das Drehmoment ist bei Hyundai bei 295 und der Seat mit 212 Newtonmeter angegeben. Bei der Beschleunigung reißt der Peugeot mit 8,1 Sekunden vor und der schwächste ist Seat mit 12,8 Sekunden angegeben. Bei der Höchstgeschwindigkeit ist der Ioniq wieder vorne 165 km/h und der langsamste hier ist mit 130 km/h der Seat.
Beim AC-Laden, hauptsächlich zu Hause oder dann doch unterwegs, ist der Renault mit 22 kW sehr gut aufgestellt. Nach hinten fällt der Hyundai und der Seat mit jeweils 7,2 kW Ladeleistung. DC-Laden jeweils von 0 bis 80% angegeben. Renault hier mit 70 Minuten und der Peugeot dann der stärkste mit 30 Minuten. Die Apps jeweils für euer Handy könnt ihr die Temperatur und den Ladestand wunderbar ablesen. Das können alle vier Modelle, also sehr vorbildlich. Bei den Wärmepumpen hat Renault, Peugeot und Hyundai die Hausaufgaben gemacht. Leider hat Seat hier nur eben keine Wärmepumpe. Bei der Garantie geben sich die Kontrahenten keine Blöße. Alle 8 Jahre, der eine bis 160.000 Kilometer, der andere bis 200.000 Kilometer. Es gibt welche, die bis 66% Ladekapazität einschränken oder dann jeweils bis 70. Beim Batteriemanagement im Sommer wie Winter ganz wichtig, habt ihr Renault, Peugeot und Hyundai alles flüssig gekühlt und Seat gibt hier Passivkühlung an. Die Batteriekapazitäten nehmen wir den stärksten mit 52 Kilowattstunden brutto ist der Renault und der kleinste Akku ist der 32,3 Kilowattstunden Netto-Akku von Seat. Bei den Fahrmodi-Einstellungen Fahrstil haben wir beim Renault den Normal Plus B-Modus und beim Seat den Normal Eco und Eco Plus. Die Automatik-Geschwindigkeitsregel ACC und Stop and Go haben wir bei Peugeot und Hyundai jeweils vorhanden. Das finde ich sehr gut. Spurhalteassistent ist bei allen vier vorhanden. Das ist eben ein Crashtest-Kriterium und das haben sie dann doch alle vier. Bei dem Fernlichtassistenten hat nur der Seat dieses nicht. Der Müdigkeitswarner ist jeweils bei Renault und Seat nicht vorhanden. Die Verkehrsschilderkennung haben wir bei Renault, Peugeot und Hyundai gegeben und bei Seat leider nicht. Den Totwinkelwarner dasselbe. Und auch beim Notbremsassistent ist nur das Seat hier ausgenommen. Bei der Rückfahrkammer in dem Fall 180 Grad, Peugeot, Hyundai haben dies. Renault hat etwas einen weiteren Winkel mit 360 Grad und der Seat hat leider keine Rückfahrkamera verbaut. Bei den Navigationssystemen geben sich nur der Seat die Blöße. Hier müsst ihr mit dem Smartphone direkt an das Fahrzeug anstecken und euer Handy benutzen. Die USB-Anschlüsse sind bei allen vier Herstellern vorhanden. Kommen wir zum Radio DAB Plus. Hier haben wir Renault, Peugeot und Hyundai bietet dies an, Seat leider nicht. Im zweiten Teil des Videos geht es um das Induktionsladen für Smartphones. Hier ist vorbildlich Renault und Peugeot und Hyundai. Die bieten es eben an, Seat hier leider nicht. Die Bildschirmgröße sticht Hyundai mit 10,25 im Touchscreen heraus und der Seat leider mit 5 Zoll ist hier der geringste. Bei den Kombi-Instrumenten gibt es drei digitale. Hier sticht auch das 3D von Peugeot raus und Seat leider nur analog. Beim Panorama-Glasdach-Schiebedach gibt es Erfreuliches zu berichten bei Peugeot und Hyundai, die das jeweils anbieten? Renault und Seat leider nicht. Das LED-Ambiente-Beleuchtung ist bei allen drei verfügbar. Hier gibt es eigentlich nur Unterschiede. Der stärkste ist hier der Peugeot mit 8 verschiedenen Farbeinstellungen. Sitzbezüge von Stoff bis Lederoptik ist alles dabei. Hier ist die geringste Auswahl bei Seat mit nur 2 verschiedenen Stoffarten. Die Lackierung jeweils in der Farbauswahl von den Fahrzeugen geht von 5 von Seat bis zu 9. Hier ist Renault eben mit 9 verschiedenen Farben am stärksten. Die Leichtmetallfelgen gehen jeweils von 14 Zoll beim Seat bis zu 17 Zoll in der GT-Ausstattung bei Peugeot nach vorne. Full LED haben alle drei Renault, Peugeot und Hyundai und Seat leider nicht. Auch bei dem LED-Heckleuchten ist es ähnlich. Die Fahrzeuglängen werde ich jetzt nicht nennen. Die könnt ihr euch dann auch in Ruhe dann nochmal anschauen. Beim CW-Wert gibt es jeweils der schwächste, ist der Renault. Der gibt an 0,33 und der stärkste ist angegeben mit leicht erhöhten 0,25 statt 0,24. Dann haben wir den Wendekreis. Der geht beim Hyundai mit 10,60
am schlechtesten. Und am stärksten als richtiges City-Auto mit 9,8 Meter ist der Seat hier weit vorne. Bei der Zuladung haben wir ähnliche Ergebnisse. Hier ist der Renault mit 486 Kilo am stärksten und am wenigsten laden kann der Peugeot in der kleinsten Variante mit 325 Kilo. Im Leergewicht ist der Seat am leichtesten mit 1235 Kilogramm. Die anderen liegen alle so um die 1500 bis 1600 Kilogramm. Die Neuwagengarantie, hier gibt es richtig Unterschiede. Die meisten haben 2 Jahre. Hier sticht Hyundai heraus mit 5 Jahre ohne Begrenzung. Garantieverlängerungen gibt es bei drei, habe ich bei drei gefunden. Bei Hyundai habe ich jetzt in dem Fall, das könnt ihr gerne unten dann noch ergänzen, nichts gefunden. Die Garantie gegen Durchrostung, hier sind wir standardmäßig bei 12 Jahre, was ich sehr gut finde. Jetzt die Versicherungsklassen. Wir fangen an mit der Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko. Hier ist auch der Renault sehr günstig. Er ist sogar noch ein Tick günstiger wie der Seat. Peugeot und Hyundai sind enttäuschend in der Vollkasko. Bei den Preisen gibt es Unterschiede. Renault bietet für den etwas kleineren Geldbeutel für 25.390 plus Batteriemiete hier ein sehr gutes Angebot. Und der teuerste im Paket ist der Hyundai Ioniq, der bei 42.200 Euro liegt. Bei den NCAP Crashtests habe ich folgende Ergebnisse gefunden. Der etwas ältere von 2013 mit 5 Sternen für den Renault. Der Peugeot kriegt aktuell 4 Sterne. Hyundai auch schon von 2016 hat 5 Sterne. Und aktuell das neue Seat Mii Electric ist mit 3 Sternen ausgerüstet. Von den 4 gefahrenen Elektrofahrzeugen habe ich als Entscheidungs- und Orientierungshilfe für euch die Vorteile und Nachteile in einer Übersicht mal zusammengefasst. Wir beginnen mit dem Renault Zoe. Sein Platzangebot vorne für Fahrer und Beifahrer ist sehr gut. Er hat einen 22 kW Wechselstromlader verbaut, auch schon LED-Lichtautomatik. Das Ein- und Aussteigen im Fahrzeug ist sehr angenehm. Die Bedienung der Schalter im Innenraum ist leicht verständlich. Auch hat er eine Batteriemiete und eine kleine kompakte Form. Kommen wir zum Peugeot E208. Die Sitze sind ein Traum. Er hat einen AC-Lader mit 11 kW, ein Kombi-Instrument in 3D. Seine Lenkung und das Fahrwerk sind straff, das gefällt sehr gut. Ein Cockpit mit einem kleinen sportlichen Lenkrad. Seine Karosseriesteifigkeit ist hervorragend. Der Abzug macht Spaß. Er hat ein sportliches Design, innen wie außen, und eine gute Ladeleistung. Dann sind wir beim Hyundai Ioniq, dem Facelift. Für Fahrer und Beifahrer ist das Raumangebot bis 2 Meter Körpergröße einfach klasse. Er hat einen geringen Verbrauch, LED-Scheinwerfer. Die Heckklappe ist ein Traum, dass sich die Scheibe mit öffnen lässt. Die Assistenzsysteme an Bord sind reichlich vorhanden. Auch hat er jetzt eine App dabei. Vorklimatisieren und der Batteriestand vom Handy sind jetzt ablesbar. Auch die Rückfahrkamera ist klasse. Ein angenehm großes Display und eine schöne Schärfe. Dann sind wir beim Seat Mii. Er hat ein vertrautes Raumgefühl, einen geringen Verbrauch, daher günstig im Unterhalt, eine super direkte Lenkung. Die Bedienung des Fahrzeugs ist spielerisch leicht. Sehr günstige Versicherungstypklassen. Es ist ein Fahrzeug, das in der Stadt zu Hause ist. Dann kommen wir zu den Nachteilen. Für mich persönlich nachteilig beim Renault Zoe war, dass der beliebte CCS-Stecker nur gegen 890 € Aufpreis erhältlich ist. Seine Lenkung dürfte auch direkter sein, sowie auch die Übersicht nach hinten. Könnte besser sein. Die Sitze bieten nur befriedigenden Seitenhalt. Beim Peugeot E208 ist der Nachteil, dass es kein günstiger Anschaffungspreis für die Fahrzeuggröße ist. Sein Kühlergrill ist auch nicht geschlossen.
Er hat nach Umklappen der Rücksitzbank auch keine ebene Ladefläche. Das Display der Rückfahrkamera ist etwas zu klein geraten. Auch ist die Langzeitqualität noch offen, was die Batterie, den Motor und die Elektronik betrifft. Außerdem ist ein Glasschiebedach nicht bestellbar. Sind wir schon beim Hyundai Ioniq, dem Facelift? Seine Sicht nach hinten ist nur ausreichend. Die Ladeleistung ist etwas geringer geworden. Er könnte etwas mehr Beschleunigung vertragen. Die Vordersitze bieten nur befriedigenden Seitenhalt. Das Raumangebot hinten über 1,80 m Körpergröße ist auch nur akzeptabel. Und den Dachhimmel gibt es auch nur in hellgrau. Dann kommen wir zum Seat Mii. Ein Navigationssystem vom Hersteller fehlt generell. Innen wird er ab 110 km/h etwas lauter. Er hat keine LED-Scheinwerfer und keine LED-Heckleuchten. Sehr schade. Einen kleinen Kofferraum. Querfugen sind am Lenkrad deutlich wahrnehmbar. Er hat etwas wenig Leistung und es gibt wenige Extras bestellbar. Durch diese vier ausführlichen Probefahrten mit dem Quartett habe ich nun meine Entscheidung getroffen, welches Elektrofahrzeug es für mich werden wird in diesem Jahr nach dem Ioniq, den ich jetzt schon über 3 Jahre fahren durfte. Es wird der E208 von Peugeot werden. Das Auto hat mich überzeugt. Er ist sportlich, er ist spritzig, modern, hat ein tolles Design. Das Design wirft einen wirklich um, wenn man den zum ersten Mal sieht. Auch das 3D-Cockpit ist eine Wucht. Und deswegen wird es der. Die Probefahrt war sehr schön arrangiert vom Autohaus Dannhäuser in Hersbruck. Und das hat mir meine Entscheidung dadurch doch sehr, sehr leicht gemacht. Also, bis bald. Wir sehen uns. Tschüss.